Zutaten für 2 Portionen 4 Eier, 2 mehlig kochende Kartoffeln, Klammer auf ca. 200 Gramm, Klammer zu, 3 Esslöffel Sahne, 3 Esslöffel Kürbiskernöl, Klammer zu, 2 Esslöffel weiße Balsamico, Essig, Meersalz, schwarzer Pfeffer, Zucker, 400 Gramm Feldsalat, 1 Avocado, 300 Gramm Nordseekrabben. Die Eier in 8 Minuten hart kochen, pellen und in Viertel schneiden. Die Kartoffeln schälen, vierteln und in Salzwasser kochen. Das Wasser abgeben und die Kartoffeln stampfen. Mit Sahne, Öl und Balsamico Essig verrühren, bis eine dickliche Soße entstanden ist. Anschließend mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Den Feldsalat putzen, waschen und auf 2 Tellern anrichten. Die Soße anträufeln. Die Avocado schälen, vom Stein befreien und das Fruchtfleisch in Scheiben schneiden. Krabben, Eier und Avocado zum Salat geben und sofort servieren. Bei uns gibt es vor allem 2 Avocado-Sorten zu kaufen, die Feta mit glatter grüner Schale und mildcremigem Geschmack und die Hass mit dicker schwarzer Schale. Sie schmeckt vollmundig nussig. Avocados lagert man am besten leicht gekühlt, sonst reifen sie sehr schnell nach.